sage nicht von vornherein, ich werde ein Traktat über dies und jenes schreiben, sondern es gibt eine Geschichte, aber das ist eher so fast ein MacGuffin, wie Hitchcock sagt. Das ist so ein Gegenstand, um den es scheinbar geht, wo sich die Gedanken rundherum ordnen, also anordnen in einem bestimmten Handlungsstrang, aber in Wirklichkeit geht es natürlich eigentlich fast nie um die Handlung eigentlich. Also interessant finde ich die Verflechtung, also abstrakter Gedanke, konkrete Geschichte und welchen Weg die Erzählung dann nimmt zwischen diesen Sachen. Je abstrakter ich werde, desto persönlicher ist es natürlich. Die Geschichten, das sind irgendwelche Geschichten. Sie sagen, sie sind den Stimmungen gegenüber offen. Es ist so deutsch, dass die innere Bewegung mit äußerlicher Trägheit verbunden ist. Und alles nur, weil die Gewohnheit der Trägen die Trägen lehrt, dass die äußere Bewegung mit innerer Trägheit einhergeht. Ein Paar von schlechten Gewohnheiten. Das haben sie mit auf den Lebensweg bekommen. Das haben sie nicht hinterfragt. Die Gedichte, die im Buch sind, sind hauptsächlich in dem Fall ein Tonwechsel. Es ist vielleicht wichtig, so wie es wichtig ist, hin und wieder mal tanzen zu gehen oder joggen zu gehen oder sowas, nicht immer nur zu Fuß zu gehen. Also das ist einen erfrischenden Effekt soll es haben. Von hinten tanzte sie und warf einen Blick über die Schulter. Ihr Arrangement hat mich schon überholt. Ich schminkte eine geplatzte Kirsche auf ihren Mund und schalt sie Maske, während ich ihr Masken machte. Zuerst schreibe ich, was ich mir denke, und dann schaue ich, ob das nicht schon jemand gedacht hat. Aber dadurch ist diese erste Skizze dann noch frei von dem sich absetzen wollen oder konformieren wollen. Also ich muss mich immer vor meinem Trotz hüten und dem Eigensinn. Also ich brauche ein griffiges Konzept, also nicht ein ausgearbeitetes Konzept, aber sowas wie, was man zum Feuer machen braucht, oder so ein Gedanken, ein Bild, vielleicht einen ersten Satz oder irgendeine Geste oder irgendwas, was das ins Rollen bringt. Oder so. Und es muss aber eine interessante Konstellation sein. Und dann ist es mir sehr wichtig, dass ich nicht weiß, was passiert. Es könnte sein, dass ich mir schon im Kopf irgendwas skizziere, aber ich kann nicht nach Plan arbeiten. Und wenn, dann wird es hölzern und stumpf werden.